guten Tag. Wir wollen unseren Laborbericht arbeiten, beziehungsweise jetzt eine Vorlage dann machen, gell? Also eine Vorlage. Eine Vorlage ist irgendwo ein Text, auf den wir aufbauen können, gell? Also wenn wir da schauen, gell, oft starten wir bei einem weißen Blatt Papier, gell? Also, man hat es mal auch besungen, gell? Also das weiße Blatt Papier. Und ja, wenn wir mit einem weißen Blatt Papier starten wollen, sondern mit einem vorgefertigten Dokument, dann haben wir eine Vorlage. Und diese Vorlage für den Laborbericht, gell, die wollen wir mal schaffen. Das kann man ja nachher dann auch abändern, gell, aber man startet schon mal ganz anders. Gell. Und wie kann man das dann benutzen? Wenn man das dann an den richtigen Ort kopiert, also in ein Verzeichnis der Vorlagen, gell, und das ist ein bisschen distributionsabhängig, versionsabhängig, gell, betriebssystemabhängig, wo das Ganze hinkommt. Gell. Wenn wir da mal hineingehen, dann sage ich da jetzt mal da neu, gell, und neu aus Vorlage. Gell. Neues Dokument aus der Vorlage und ich habe da eine Blabla-Vorlage, gell? Und wenn ich da draufklicke, was habe ich da? Ich bekomme ein Dokument und da steht schon was drinnen, gell? Und da stehen ein paar Blablas, gell? Und wenn ihr da schaut, gell, oben in der Kopfzeile des Dokumentes hier, da steht unbekannt. Das ist also noch ein nicht gespeichertes Dokument, obwohl etwas drinsteht. Warum? Woher kommt das? Kommt aus der Vorlage, gell? Und wenn wir da mal schauen, gell, also ich habe da geschaut, also bei mir da, in meiner Installation, muss ich da, also bei LibreOffice da, unter Punkt Config, LibreOffice 4 User Template, durch die Vorlage abspeichern. Und die Vorlage, gell, hat nicht ein ODT-Format, also als Extension dann, sondern ein OTT. Das ist dann das, was die Vorlage eben ist, gell. Und naja, solche Vorlagen kann man also nicht nur mit LibreOffice machen, auch bei Microsoft funktioniert so etwas, gell? Okay, und wir wollen jetzt sowas machen, gell? Okay, schauen wir mal. Wo starten wir? Wir starten mit einem weißen Blatt Papier. Und ja, was machen wir? Wir haben jetzt ein weißes Blatt und was kommt denn auf die erste Seite? Die Titelseite, gell? Also gehen wir mal schauen, wir wollen da den Titel raufgeben, gell? Und wie sollte der Titel sein? Gehen wir mal her, ich gehe jetzt, mach mal einmal Enter, mach dann den nächsten Absatz, jetzt gehen wir hoch, hier kommt der Titel. Wie soll der Titel sein? Jetzt wahrscheinlich wird der Titel zentriert werden, gell? Jetzt haben wir da zentriert, wir haben das Instrument schon hier auf der Leiste und es wird zentriert, gell? Wir hätten da auch sagen können, gell, Format. Absatz, gell, so, und es dann hier zentrieren, dann Ausrichtung und zentriert, gell, okay, aber niemand verbietet uns die Instrumente hier in der Leiste, Symbolleiste zu verwenden, gell, da kommt der Titel, ich kann auch den Titel da reinschreiben, gell, ich könnte aber auch was anderes machen, ich könnte Eigenschaften des Dokumentes verwenden. Ich könnte da hergehen und sagen, unter Datei, irgendwo gibt es die Eigenschaften. Also Eigenschaften hier, also Datei-Eigenschaften. Und hier kann ich Eigenschaften setzen. Gell? Und ja, da gibt es zum Beispiel Titel. Bei Titel kann ich dann was hineinschreiben. Gell? Also könnte ich sagen, ja, das ist die quadratische Gleichung. Gell? Zum Beispiel. Also quadratische Gleichung, okay. So, und jetzt will ich, dass hier quadratische Gleichung rauskommt. Woher hole ich das? Das hole ich mir aus den Feldbefehlen. Weil ich kann sagen dann, einfügen, was denn ein Feldbefehl. Gehen wir mal schauen, wo Feldbefehle finden. Hier. So, und da gibt es Titel. Schon ganz so bei den ersten Sachen. So, okay. Puh, kommt nichts raus. Geil. Könnt man auch schauen. Es ist noch nicht gespeichert, wenn wir speichern würden und exportieren als PDF, schauen, was dann rauskommt. Geil? Gehen wir weiter. Wir haben gesagt, der Titel
Der wäre jetzt ganz oben, also klein. Was könnten wir da noch machen? Wir könnten den Titel etwas umgestalten. Geil? Wir könnten jetzt sagen, ja, der Titel, der ist größer. Geil? Zum Beispiel so. Oder der Titel bekommt eine andere Schrift. Geil? Also, ja. Ah, nehmen wir die. Geil? Mhm. Und wir könnten sagen, der Titel hat Abstand oben und unten. Geil? Wie könnte man das jetzt machen? Könnte man hergehen und sagen, so, tack. Geil? Und dürfen wir das? Sind leere Absätze, dürfen wir nicht, geil. Uiuiui. Fast so schlimm wie das Goto beim Programmieren, geil? Mhm. Okay, so. Okay. Also muss ich sagen, das werden Eigenschaften des Absatzes, geil? Die Abstände oben und unten. Sage ich dann Formel, Absatz. Und dann sage ich da, ja, Einzüge und Abstände, Abstand oberhalb und unterhalb, geil. Also ich kann dann sagen, ja, mal oberhalb, geil, auf jeden Fall 5 cm, geil, und unterhalb 3 cm, geil, so. Also, gehen wir schauen, okay, und dann kommt das so, perfekt. Ja, jetzt gehe ich die anderen Inhalte des Laborberichtes suchen, geil. Ja, also hier habe ich die Handbücher von LibreOffice offen, geil. Wenn ihr mal was zu LibreOffice sucht, geil, dann geht es auf die Seite von LibreOffice, geil, da gibt es dann Englisch, aber es gibt auch deutsche oder italienische Seiten, geil. Und hier unter Hilfe, da sind die Handbücher, geil. Und das ist das, wo wir hier gerade sind, das ist eine feine Sache. So, die Inhalte des Laborberichts, ja, die muss man jetzt einfach mal da hineinschreiben, geil, also für mein Titelblatt, und da komme ich hinein, Auto, Arbeitsgruppe, Klasse und so weiter, das soll jetzt da alles so abgebildet werden, geil. Also sagen wir, Auto, Doppelpunkt, oh, wir nehmen Beppe, oh, ist das immer der Beppe, nicht, geil, wo gehen wir den Auto holen, den Auto, den bekommen wir unter, also, Extras, Optionen, geil, extra Optionen, so, hier bekomme ich Informationen, zum Beispiel kann ich Vor- und Nachname eintragen, geil, also so, Karl, Junger, geil, so, und dann, ja, dann kann ich das verwenden, okay, und dann sagen wir da, einfügen, Feldbefehl wieder, und, ja, jetzt haben wir da, ich weiß nicht, ob das mit dem Auto rauskommt. Na, hier haben wir mal was anderes da. Einfügen. Feldbefehl und weitere Feldbefehle. So. Und jetzt gehen wir schauen, der Benutzer. Mhm. Name. Geil. Oder gibt es so viele Sachen. Geil. Also. Informationen haben wir gehabt, geil. Weil hier haben wir auch das mit der Zeit und so. Okay. Jo. Also, jetzt habe ich dreimal einfügen gedruckt. Okay. War mal zu viel. Mhm. Also, einmal weg, zweimal weg. Okay, Auto, dann eventuell Gruppe, okay, jetzt mal keine, geil, Klasse. Jo, wo ist die Klasse? Finde ich die Klasse irgendwo? Und da kann ich dann schauen, geil, also einfügen. Na, vorher muss ich es irgendwo eintragen, geil, extra Optionen. So, wo ist hier die Klasse? Klasse könnte sein, ja, Firma, na, Firma schreiben wir hinein. Technologische Fachoberschule Max Walier Bozen. Das ist also die Firma. Und dann trage ich was ein. Dann trage ich noch, ich muss irgendwo einen Ort eintragen, etwas, wo ich die Klasse finde. Es gibt da auch keine Klasse, geil? Also verwende ich halt etwas, geil? Also ich sage, okay, Ort,
was tragen wir rein? 3i. Aha, heute, gell? Okay, sagen wir okay, bestätigen. So, klasse. Einfügen. Feldbefehl. Weitere. Gell? Und was haben wir gesagt? Den Ort haben wir. Jetzt gehen wir schauen, wo ist der Ort? Gibt es hier einen Ort? Wir brauchen die Schule. Schule. Also, dann machen wir einfügen. Feldbefehl. Weiter. Und Schule, das war die Firma. Geil. Einfügen. So, das haben wir. So, nachher kommt Schuljahr. Datum. So. Ja, Auftragsdatum finden wir das irgendwo. Und vielleicht schon, wenn wir da machen, einfügen. Feldbefehl. So. Schauen wir mal. Bei Datum. Ja, das ist dann das heute. Aber wenn ich Informationen zum Dokument suche, brauche ich später, das ist auch nicht, geil, als Dokumentinfo erstellt am DEUS. Wenn ich also das erstellt am Datum da verwende, und ich verwende da nämlich schon ein vierstelliges Jahrzahl, okay, so und sage einfügen, dann kommt erstellt am hier genau heraus, geil. So, und Abgabedatum. Wann ist mein Abgabedatum? Mal schauen, ob ich da auch was finde. Also einfügen. Ja, Feldbefehl. Geil. Und zwar bei den Dokumentinformationen gibt es erstellt am, aber es gibt auch nicht geändert. Gesamtbearbeitungszeit auch nicht. Letzter Druck. Letzter Druck kann ich Datum machen. Das heißt, wenn ich das letzte Mal einen Export mache oder wenn ich es drucke auf eine Datei oder so, dann kommt das heraus. Das ist also der Moment, wo ich es abgegeben habe. Geil. Gleiches Format wieder einfügen und es ist dann drinnen. Geil. Okay. Dann nochmal schauen. Also Abgabedatum, Auftraggeber. Der Auftraggeber. Wer ist der Auftraggeber? Auftraggeber. Geil. Also ja, das ist, wer ist denn das? Das ist der Wertige. Geil. So. Und ja, was kommt noch? Ach, das Dokument, geil, wenn das jetzt so. Ja. Ach, das Dokument oder Dokumenttyp oder so, geil. Kann ich was schreiben? Das ist eine Analyse und Planung zum Beispiel. Geil. Oder auch sonst etwas, gell, oder einfach Laborbericht, gell. So, Pfad. Gehen wir es schauen, gell, also Pfad. Also, einfügen, Feldbefehl wieder, gell. Also, Feldbefehl, so. Und zwar haben wir hier die Dokumenteninformationen gehabt. So, I'm a
vorher in der Hand gehabt. Benutzer-Dateiname, gell? Unter Dateiname kann ich nur den Namen nehmen, nur den Pfad oder Pfad und Dateiname, gell? Dann sagen wir einfügen. So. Okay. So, also, ich habe jetzt einmal den Pfad, der ist noch nicht gesetzt, weil nichts gespeichert ist. Dann Abgabedatum, das ist noch nicht gesetzt, weil ich noch nichts gedruckt habe. Gell? Schuljahr. Schuljahr steht nichts drinnen. Da habe ich eher ein Problem, weil das Schuljahr anzugeben aus diesen Feldbefehlen, das ist nicht ganz ohne. Gell? Also schreiben wir es einfach hier. Schreiben 2020, 2021. Gell? Also das ist das Jahr. Gell? Also 2020 ist man in Zukunft unbedingt meiden wollen. Gell? Also wenn ihr nochmal zurückfährt in die Zukunft, haltet es nicht an, fährt es weiter. Gell? Mhm. Dann, ja, das da oben, das stört mich noch ein bisschen. Warum kommt das nicht raus? Probieren wir nochmal einfügen. Feldbefehl. Also da weiter. Also zum Dokument. Also Dokument. Nicht Absender, nicht Benutzer. Nicht Dateiname, Datum, Dokumentvorlage. So, nicht Kapitel. Nicht Seite, nicht Statistik, nicht Uhrzeit, Dokumenteninfo, Titel, gehen wir schauen, probieren wir nochmal, Einweg, okay, so, richtiges gefunden, geil, okay, ja, das kommt jetzt da so schön raus, geil, haben wir das Titelblatt fertig, ja, vielleicht, gehen wir es mal anschauen zuerst, geil, gehen wir es mal anschauen, und zwar, Druckvorschau. Gell? So wird es ausschauen. Ja, immer zufrieden, nicht ganz. Gell? Also das mit quadratischer Gleichung, das geht schon gut, gell? Aber das da, das gefällt uns noch nicht. Gell? Was könnten wir jetzt machen? Jetzt könnten wir mehr Abstand da machen. Gell? Wir könnten da sagen, Moment mal, gell? Format Absatz. Und wir gehen jetzt unterm Absatz nicht 3, sondern vielleicht 10 cm setzen oder 12 cm setzen. Gell? Okay, so schauen wir mal, das geht nach unten. Ja, wir könnten vielleicht noch ein bisschen weiter runter gehen. Und was machen wir mit der quadratischen Gleichung? Die könnte man vielleicht noch ein bisschen größer machen. So. Okay, so, so. Was könnte man jetzt noch machen? Man könnte hier drinnen, unterhalb des Titels vielleicht, oder als Hintergrund hier auf dieser Seite, vielleicht auch eine Grafik einfügen. Gell? Also da einfügen, Bild, und dann sucht man sich ein Bild heraus, das da hineinpasst. Gell? Also jemand hat da mal die Max-Valier-Rakete aufgegeben, gell? Oder auch sonst was. Gell? Also da, oder schöne quadratische Funktion, wenn man die quadratische Gleichung lösen geht. Gell? Okay, schon besser. Und jetzt, was machen wir noch? Das gefällt uns da noch nicht, überhaupt nicht. Gell, voll Teufel, gell. Da, das gehen wir mal schauen. Wir wollen das da alles auf den gleichen Punkt setzen, so ungefähr da. Gell, da machen wir mal, gehen wir mal da her, gehen einen Tabulator so bei 3 cm setzen. Und wir schauen das aus besser, aber 8 des Dokuments, das ist zu lang. Wir müssen also den Tabulator da nehmen und noch ein Stück weiterfahren. Und jetzt geht es, gell? Das ist jetzt das eine Sondere. Wenn das da lang und lang und länger wird, gell? Dann, ja. So, dann geht es daher und das gefällt uns nicht. Das gefällt uns nicht. Und wir möchten, dass auch der Text runter schön geschlossen weitergeht. Also müssen wir es ihm sagen. Und da gehen wir jetzt her, gehen das wieder alles markieren und sagen, bei 3,5 cm, das ist nicht nur der Tabulator, sondern die erste Zeile, die steht ganz links, gell, und die anderen beginnen alle bei 3,5 cm. Und das machen wir. Wir machen jetzt ganz einfach Format. Na, Moment. Jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Ich hätte zuerst, bevor ihr das Ganze gemacht habt, einen neuen leeren Absatz setzen müssen, damit ihr braucht, um
weiterzumachen. Weil jetzt seht ihr, ich habe da drinnen einen Tabulator, gell, das gefällt mir nicht. Den müssen wir dann weggeben. Mal schauen, so, oh, wo ist der Tabulator-Format? Und der Absatz könnte ja drinnen sein, gell? Der Tabulator und da, gell? Da ist er 3,5 cm und den gehen wir löschen, gell? Dann sagen wir, okay, und weg ist er hier, gell? Und in den, bei den anderen ist er halten geblieben, der Tabulator, gell? Also unter Form, also Absatz, unter Format, Absätze dort in die Tabulatoren verstecken. So, und jetzt gehen wir wieder unter Format, Absätze oder Absatz, gell? Und jetzt sagen wir, wir müssen da so einzügig abschneiden, wir müssen 3,5 cm rein. Gell? Und die 3,5 cm rein, das ist der Vortext. Gell? 3,5 cm. 3,5 cm. So. Aber die erste Zeile nicht. Deswegen müssen wir 3,5 cm rein und die erste Zeile muss 3,5 cm zurück. Also müssen wir da schreiben, minus 3,5 cm. Und jetzt schauen wir mal, ob er das kann. Und, jo, er kann es da. Schau, da ist es, gell. Es heißt, so wollten wir das eigentlich haben. Gell, wenn da etwas zu lang wird, dann, gell, dann geht es in die nächste Zeile, beginnt aber hier bei der Tabulatorstelle. So, das Ganze brauche ich nicht mehr. Gell. Und jetzt haben wir das so. Schön. Wenn also zum Beispiel der Pfad auch lang wird, gell, der lange Pfad, gell, dann beginnt er und in der nächsten Zeile startet er eben da unter der Position des Tabulators. Okay, jetzt schauen wir uns das nochmal an. Format, Druckvorschau. Okay, ja, zum Anfang passt mal, gell. Also. Okay, und jetzt, was muss ich jetzt machen? Jetzt muss ich weitermachen mit dem Inhaltsverzeichnis, gell? Und ja, das Inhaltsverzeichnis, gell? Wo kommt es hin? Kommt es hier hin? Nächste Seite. Nächste Seite, also müssen wir sagen, du lieber Absatz, du bist nicht hier, du bist auf der nächsten Seite. Das müssen wir jetzt sagen, den lieben Absatz. Format, Absatz. Format, Absatz. Und dann. Textfluss. Und bei Textfluss, gell, sagen wir ihm Achtung, Achtung, Umbruch, gell, also der Absatz hat einen Umbruch und zwar einen Seitenumbruch vorher, also der Robert, gell, sagen wir ihm das, okay. So, und hier sind wir, gell, also hier haben wir den Absatz nicht mehr, aber hier haben wir. Und an dieser Stelle beim Absatz, hier wollen wir das Inhaltsverzeichnis einfügen, gell, also machen wir wieder einen Absatz, der also danach ist, und für diesen Absatz kommt das Inhaltsverzeichnis. Und zwar ein automatisch erstelltes Inhaltsverzeichnis. Und woher bekommen wir das? Einfügen. Verzeichnis. Verzeichnis. Geil, wir wollen also Verzeichnis einfügen. Geil. So, hier werden, kann man ein paar Sachen einstellen und wir bestätigen das jetzt einfach mal so. Und da haben wir jetzt ein leeres Inhaltsverzeichnis. Geil. Ja. Und ja, warum leer? Ja, weil der Text leer ist. Hier ist noch nichts, gell? Also gehen wir jetzt weiter und wir gehen also so, ist da okay. Wir haben jetzt eine neue Seite. Womit starten wir? Wir starten mit dem Arbeitsauftrag. Okay, Arbeitsauftrag wird hier eingefügt, gell? Okay, also Text, Arbeitsauftrag. So, Arbeitsauftrag bekommt dann einen Text, deswegen lassen wir da frei. Theoretischer Hintergrund. Gehen wir da her, einfügen, gell? Unformatierter Text, das passt. So, dann kommt was denn? Dann kommt die Analyse und dann kommt die Planung, gell? Analyse, Planung, gell? Was kommt denn dann? Da geht es weiter. Dann kommt die Implementierung. Gell, mit allen Modulen, mit der also Programmcode, gell, dann wollen wir einen Test für euch machen, wo wir zeigen, dass unser Programm funktioniert.
gell? Dann kommen Beobachtungen und Erkenntnisse, also etwas Persönliches, gell? Okay. Und dann kommt noch das Quellenverzeichnis. So. Okay. Was ist jetzt? Das sollten die Überschriften sein. Wie mache ich Überschriften? Also Überschriften, die wollen wir größer machen, gell? So gehen wir da her, gehen wir da was einstellen, gell? Nehmen wir vielleicht eine andere Schrift auch, gell? Nehmen wir da, ja, nehmen wir Center, School Books, gell? Mhm. Und so weiter, gell? Aber ich höre jetzt schon jemanden schimpfen. So, geht nicht so, gell? Geht nicht. Warum geht nicht? Wenn ich jetzt hierher gehe und das so mache, dann wird das einmal ja ein Unding, jedes Mal das so zu machen, gell? Und zweitens funktioniert unser Inhaltsverzeichnis nicht. Das Inhaltsverzeichnis beruht darauf, die Überschriften zu erkennen. Also müssen wir den Überschriften auch sagen, dass sie Überschriften sind, gell? Okay, also sagen wir es ihnen. Wir gehen also daher und sagen dem Absatz, dass er eine Hauptüberschrift ist, gell? Format, das ist dann unter den Vorlagen, das ist eine Hauptüberschrift, das da auch, gell? Und das da auch, das wiederholen wir jetzt, gell? Das auch, gell? Das auch, das da ebenfalls, gell? Und das auch. So. So, zuerst gehen wir daher und machen den leeren Absatz, wo dann der Inhalt gemeint wird, gell? Also der leere Absatz bleibt am Ende nicht übrig. Also, Moment. Okay, so. Ja, schön. Jetzt, jemand sagt dann vielleicht, naja, ich hätte gern, dass diese Überschriften nummeriert sind. So wie die Kapitel in einem Buch. Ja, da müssen wir es machen. Also, da können wir schauen, da gibt es unter extra müsste es sein, da steht Kapitelnummerierung. Müssen wir sie nummerieren. Und dann sagen wir Ebene 1, numerisch, gell? Dahinter machen wir ein, machen wir Punkt und Leerzeichen, gell? Okay, so. Schön. Aber jetzt machen wir das, weil wir schon dabei sind, auch für die anderen Ebenen extra. Kapitelnummerierung, gell? Zweite Ebene, wenn es eine Unterüberschrift ist, gell? Nummerieren. Danach machen wir einen Punkt und ein Leerzeichen. Und die dritte Ebene, ebenfalls numerisch, gell? Und dahinter ein Punkt und ein Leerzeichen, gell? Jetzt haben wir das für alle gemacht. Schön speichern. Okay. Ja, und jetzt sage ich da, es geht, ui, Inhaltsverzeichnis immer noch leer. Jetzt gehe ich daher, rechte Maustaste und sage, Verzeichnis aktualisieren. Und ich habe ein Inhaltsverzeichnis. Fix und fertig, gell? Wie viel Arbeit war es? Einfügen, Verzeichnis. Und das war erledigt, gell? Ja, jetzt haben wir das so, gell? Jetzt gibt es jemanden, der sagt, naja, genau, gell? Ich hätte gerne unten eine Fußzeile, gell? Woher bekomme ich die Fußzeile, gell? Woher und nicht stehlen, gell? Da muss ich dann Format Seite, so, wo bin ich nicht da? Ja, mal schauen, also, Format Seite. Genau. Und da muss ich jetzt die Fußzeile einschalten. Fußzeile, gell? Eingeschalten, zuweisen, okay. Und jetzt habe ich eine Fußzeile, da kann ich was hineinschreiben. Und wenn ich jetzt da die Seite hineinschreiben will, jemand sagt mir immer rechts. Oder jemand sagt bei den linken Seiten link, bei den rechten Seiten rechts. Gell? Das ist mit den linken und den rechten sowieso ein Problem dann oft. Gell? Aber jemand sagt dann, naja, mach sie in der Mitte. Also, dann gehen wir her und gehen dann Seitenzahlen definieren, die in der Mitte sind. Und jetzt schreibe ich da hinten bei einem, schreibe ich Seite 1, Seite 2, Seite 3, werde ich da hineinschreiben, oder? Also, jetzt, lass bleiben. Gell? Lass bleiben. Und lass es den Feldbefehl machen. Einfügen, Feldbefehl. Also,
wo sind die denn eigentlich? Feldbefehl da. Und zwar gehen wir da schauen. Und zwar wollte ich da die Seitennummer finden. Ich will mal schauen, ob ich es da finde, gell? Also absehen. Also Seitennummer, gell? Also sollen wir da einfügen, gell? Dann habe ich da Seitennummer drinnen, Seite 3, und dann will ich noch ja nicht die nächste, sondern ich will die Gesamtzahl, gell? So, ja, wo ist denn die Gesamtzahl, gell? Geändert, Kommentar, Version. Also Seite 3 von 3. Geil? Also kann ich das zum Beispiel so machen. Ich könnte davor noch ein Strichel machen, dahinter noch ein Strichel, geil? Also das ist alles noch Verzierung. Geil? Also kriege ich vielleicht ein Fleißstempelchen. Okay, so, da ist die zweite 2 von 3, Seite 3 von 3, geil? Ja, schön, geil? Und oh, da steht Seite 1 von 3. Also das will ich nicht, gell? Weil im Buch, auf dem Buch steht auch nicht unten drauf Seite 1, gell? Also das muss da weg, gell? Und wie mache ich das jetzt? Das Problem ist jetzt, dass das Teil meiner Standardvorlage wird, gell? Für die Seite. Und wie kann ich das jetzt machen? Ich kann jetzt dem da sagen, na, du bist ja nicht Standard, du bist etwas Besonderes. Du bist das Titelblatt, gell? Und das wollen wir jetzt mal machen. Schauen wir mal da unten, gell? Da müssen wir jetzt schauen, gell? Also, Moment, ich wollte das zuweisen und nicht editieren. Das ist erste Seite, gell? Schauen wir mal, ob es funktioniert hat, gell? Auf der ersten Seite klickt man hinein und da steht erste Seite, gell? Und was ist denn da noch? Keine Seitennummerierung, gell? Ja, und dasselbe kann ich dann auch, wenn ich will, mit einer Kopfzeile machen. Jemand liegt das im Kopf oben, gell? Also Dokument und Kapitel anzuzeigen, gell? Ja. Also, wichtig, gell, bei einem solchen Bericht ist die Seitennummer, dass ich also sehen kann, auf welcher Seite ich bin. Und viele sagen, wichtig ist auch, dass ich sehen kann, wie viele Seiten ich habe. Weil wenn mir die Dokumentation runterfällt, dann weiß ich zumindest, wie viele Blätter ich suchen muss. Gell. Okay, ja, das könnte jetzt der Start sein, um einen Laborbericht zu schreiben. Gell. Also Titelblatt ist da. Gell. Inhaltsverzeichnis ist da. Und ja, die Überschriften sind da. Also gehen wir speichern. Das haben wir noch nie gespeichert. Das ist, ja, speichern müsste man immer zwischendurch mal. Gell? Jetzt haben wir da Speichern unter. Und ja, also da speichern wir das hier mal ab. Das schreibe ich dann einfach mal Labor Bericht Vorlage. Gell? So, und jetzt ist wichtig, ich muss also hier den Typ angeben und es ist nicht ODT, es ist kein normaler Text, sondern es ist eine Vorlage, gell, für ein Dokument. Es ist ein ODT. Okay, speichern und es ist gespeichert. Gell? Jetzt, wenn wir das jetzt da mal so zumachen wollen, gell? Und dann gehe ich jetzt mal daher. Jetzt bin ich da, wo das da ist, gell? Und jetzt gehe ich das da hereinschieben.
Und zwar aus dem Hauptverzeichnis, also das ist ein Laborbericht Vorlage und hierher kommt es. Gell? Okay, jetzt habe ich zwei Vorlagen hier drinnen, die Blabla und die Laborbericht Vorlage. Jetzt gehe ich da her, mache wieder auf und jetzt schauen. Also Datei, neu, aus Vorlage. Also, und jetzt habe ich hier entweder die Bla-Vorlage oder, wenn da steht quadratische Gleichung, gell, aber das ist, weil es der Titel ist, gell, sage ich klick, klick und ich kann damit starten, gell. Wenn ihr den Titel löscht, dann steht nicht mehr quadratische Gleichung drin, das ist vielleicht besser, gell. Und drunter stehen schon meine Daten drinnen, gell. Und ja, jetzt kann ich schreiben. Was schreiben wir hinein? Oder nein, noch da. Also, das mit quadratischen Gleichungen könnt ihr dann so machen, dass ihr eben kein Titel ist, wenn ihr einen leeren Titel lasst. Ich gehe hierher und ich suche Text. Ja, da gibt es dieses Lorem Ipsum. Gell? Dieses Lorem Ipsum, das ist so Nonsense-Text. Gell? Wenn wir einen Text brauchen. Gell? Ja, dann sagen wir, wir machen da so mal zwei Absätze. Holen wir jetzt den Generate, gell? Und dann, ja, dann habe ich zwei Absätze Nonsense, gell? Die kopiere ich, gell? Gehe in meinen Text und schreibe den Arbeitsauftrag, gell? Okay, so. Dann gehen wir zum theoretischen Hintergrund, gell? Theoretischer Hintergrund. Gehen wir da, schreiben wir etwas mehr, gell? Schreiben wir vier Absätze, gell? Generate. Da sind sie. Also ich nehme sie mit und ich füge das ein. Theoretischer Hintergrund. So, dann gehen wir da zur Analyse. Ja, nehmen wir das gleiche. Geil, Planung. Ja, müssen wir zeichnen. Geil, zeichnen. Implementierung. Geil, also müssen wir programmieren. Geil, noch mehr programmieren. Noch mehr programmieren. Und dann gehen wir Testbericht schreiben, geil, Beobachtungen und Erkenntnisse, geil, und ein Quellenverzeichnis machen. So, und jetzt haben wir auch Zeichen, geil. Und jetzt machen wir folgendes, jetzt gehen wir mal hoch, geil, gehen da zu unserem Inhaltsverzeichnis und sehen, hoppala, alle Seite 3 stimmt nicht, geil. Also gehen wir her und sagen, aktualisieren. Und jetzt haben wir da Seite 3, 3, 4, 4, 5, 7, 7, 8. Besser. Geil? Okay. Ja. Und das da können wir jetzt speichern. Aber wo wir wollen, wo der Bericht sein soll. Geil? Nicht bei den Vorlagen. Das ist wichtig. Geil? Also das ist jetzt nicht mehr die Vorlage, sondern das ist jetzt ein Laborbericht. Geil? Zur Lorem Ipsum, geil? Nonsense und Text. Geil? Aber das brauchen wir ja dann nicht. Dann gehen wir das richtig ausfüllen. Ja, und so wollen wir das machen. Wir wollen also eine